Es gibt eine neue Bezahlkarte von Trade Republic in Zusammenarbeit mit Visa. 1 Million Menschen auf der Warteliste für diese Bezahlkarte. Wow. 1 Million. Das ist eine Ansage. Hallo und herzlich willkommen zum... Lachst du jetzt mich schon aus? Und hallo! Wisst ihr schon, oder? Nein, ich lach mit dir. Okay. Über was wollen wir heute reden? Der Finletter ist da. Ja. In seinem neuen Format. Darüber freuen wir uns. Und wir wollen über 2 Themen reden. Ein Banking-Thema, ein Insurance-Thema, richtig? Ja, dann hau raus. Was für ein Banking-Thema hast du mitgebracht? Also ich würde sagen, das Thema des Monats ist Trade Republic. Ja. Die haben im Januar eine Demonstration veranstaltet. Ui, aber was, jetzt vor den Bauern noch? Vor den Bauern. Okay. Irgendwie am 9., glaube ich. Das war, glaube ich, keine richtige Demonstration, weil das war ja eine Firma. Und eine Firma ruft nicht zu einer Demonstration. Das haben sie trotzdem gemacht. Haben irgendwie Pullover rausgeworfen und T-Shirts, haben Goodies verteilt und Tee und so. Und entsprechend ist das in der Presse auch zerrissen worden. Aua. Genau, das tat weh. Und was dann später kam, war die Bezahlkarte von Trade Republic. Also Produktlaunch quasi in kreativ. Produktlaunch, genau. Das war offenbar, das wussten wir vorher nicht, war ein Produktlaunch. Es gibt eine neue Bezahlkarte von Trade Republic in Zusammenarbeit mit Visa. Und der Witz dabei ist, es gibt eine Cashback-Funktion. Okay. 1% von deinem Kartenumsatz bekommst du wieder. Ding, 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 ding. Ja, okay, alles klar. Und dann gab es ganz viel Kritik von den Verbraucherschützern. Okay. Und gesagt haben, ja, 1% irgendwie, das ist ja auf 1500 Euro begrenzt. Irgendwie auf 1500 Euro Kartenumsatz. Das gibt dann irgendwie 15 Euro, die du dann irgendwie im Monat zurückbekommst. Und du musst dann auch einen ETF-Sparvertrag haben und so weiter. Also ziemlich viel negative Presse bekommen. Okay. Aber 1 Million Menschen auf der Warteliste für diese Bezahlkarte. Wow. 1 Million. Das ist meine Ansage. So, und Robin, ist es das wert? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Irgendwie 2-mal schlechte Presse hintereinander? Ich glaube, was wir einfach sehen, ist quasi sozusagen das Auseinanderfallen. Früher hattest du so schlechte Presse gehabt in 3 Kernmedien. Da war das Thema durch, das Produkt durch oder die Firma durch. Und wir sehen quasi auch, dass im Allgemeinen, im B2B oder im Insurance-Banking-Bereich, dass quasi die Leuten ist offensichtlich die schlechte Presse in dem Feuilleton von Zeitung XY egal. Mhm. Und solange es irgendwie kein Betrug oder sowas ist oder ganz schlimmes Skandal ist, ist es ja null, weil nur so ein bisschen Kritik an den Sachen. Die Stimme der Menschen spricht eine eindeutige Sprache. Mhm. 1 Million Leute auf der Warteliste, das muss man erstmal hinkriegen. Deswegen würde ich quasi kein Personalgespräch mit dem Head of Marketing führen, sondern ein High Five und sagen, Digi, hast du gut gemacht. Alles klar. Ja. Danke. Insurance-Bereich, ja. Der absolute Knaller-Wahnsinns-Nachricht des letzten Quartals im Dezember, ein Weihnachtsgeschenk quasi, war die Ankündigung der Fusion von Barmenia und Gotha. Warum? 2 mittelgroße Versicherer, wobei mittelgroß heißt ja irgendwie 3,5 Milliarden und 4,5 Milliarden Umsatz. 3,2 und 4,5 Milliarden Umsatz sind natürlich sehr viel Geld und für Versicherer ist eher so mittelgroß. Und damit steigen die zu einem der Top 10 Versicherer in Deutschland auf, bei sehr traditionellen Häusern. Und das ist ja die absolute Knallernachricht des letzten Jahres, zum Ende des Jahres, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja gut, dann bist du groß, aber kostet ja auch, also nur eine Fusion kostet Geld irgendwie, weiß man, aber kostet auch Zeit, oder nicht? Wir sind mitten in einer Transformation und jetzt beschäftigen sich 2 Konzerne erstmal mit sich selbst und gegenseitig. Da verlierst du bestimmt erstmal 2 Jahre, oder nicht? Klar. Ist das wert? Die große Gefahr ist natürlich quasi, dass man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Aber welche Riesenchance ich da sehe, ist, passen Gotha und Barmenia spartentechnisch ganz gut zusammen. Der eine ist ultra stark im Krankenversicherungsbereich, der andere ist ultra stark im Sachversicherungsbereich. Und da kann man dann, tritt man ganz anders in der Produktpalette auf. Das zweite ist, das ist die Gefahr, wenn du so eine Transformation machst, aber du kannst halt auch alte Zöpfe abschneiden. Das heißt, wenn du normalerweise eine Abteilung hast oder irgendwas standardisieren und verschnellern willst, geht das nicht mit quasi in normalen Zeiten, weil du die ganzen Königreiche hast. Wenn du eine Fusion hast, kannst du sagen, ganz ehrlich, wir haben hier 2 Krankenversicherer, aus 2 mach ein. Ist nicht geplant, ja, aber da kann man ganz alte Strukturen aufbrechen. Okay. Und die haben ja eine andere Fusion gesehen, Provinzial Nord und Süd. Und da sieht man, wie das erfolgreich gehen kann. Und die erwarten ja schließlich quasi auch, da erwarte ich, dass die dieses Jahr auch wieder ein bisschen mehr angreifen. Also sagst du, die verlieren nicht Zeit, die gewinnen sogar Zeit, weil sie sich intern nochmal hinterfragen an der Stelle. Wenn sie es so machen, ne? Das ist natürlich eine riesige Gefahr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Minia und Gotha, wenn du dir die Vorstände anguckst, das sind ja jüngere, dynamische Leute da am Start. Also haben sich auch ein paar seniorige Veteranen, aber das sind schon auch in der 2. Ebene und 3. Ebene, haben die schon in den letzten Jahren echt auch coole Leute geheiert. Und deswegen, ich schaue dem positiv entgegen und ich bin vor allem gespannt, wie reagiert der Markt. Das waren die Hot News des Monats. Liest euch gerne den Finletter durch und vor allem lasst uns gerne mal wissen, wie ihr den findet. Und wenn ihr den cool findet, bitte leitet den auch an eure Abteilungen, Kollegen, Mitarbeitern weiter, die natürlich auch häufig dann hoffentlich dann auch subscriben.